Jetzt haben wir im Augenblick. Wie viel haben wir denn? Vier, fünf, neun Grad mal. Ich meine, die guten Knochen geben mir 10. Ja, also die mittleren Knochen geben mir 10. Das heißt, ich kann mich immer noch mit den mittleren Knochen voll heilen. Deswegen weiß ich immer noch nicht, für was ich die großen Knochen brauche, die einfach Maximum geben. So, das ist eine unsichtbare Wand. Okay. Und ansonsten ist hier oben nichts mehr. Die Kraniche hier haben wir gefüttert. Dann ab ins Dorf. Yay. Schneeball. Ach nö, das erinnert mich wieder was. Aber erstmal speichern. So, erstmal das hier. Der Händler hier ist nicht vorhanden. Gut. Hey Ami, komm schon, wir haben wichtigere Dinge zu erledigen. Ich darf nicht mal Schilder lesen. Danke. Herzlichen Dank, Isso. Ja, wir kommen schon, wir haben wichtigere Dinge zu erledigen. Das ist nicht gut. Die Tür bewegt sich kein Stück. Okay. Haben wir Kraniche zum Füttern und eine Truhe? Noch eine verstreute Perle. Na, das geht ein bisschen einfach hier zur Zeit. Na, jetzt erstmal wieder Kraniche füttern. Ja, der See. Weiß ich, ob ich in dem See schwimmen und mich umgucken will. Ja, ich sollte wirklich irgendwann mal zurück zum Kaiser in Sai'an. Mir für die 100 Dämonenzähne etwas kaufen, was mir hier ein bisschen helfen dürfte. Ich habe mich gefüttert. Hier oben ist sonst nichts. Das heißt, ich muss da drüben hoch. Hier nicht. Nein, hier oben ist nur irgendwas anderes zu sehen gewesen. Also hier hoch. Ja, ja. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Das ist nicht gut. Die Tür bewegt sich kein Stück. Gut.
Okay, da hinten in den Garten komme ich nicht. Ich komme nur hier hoch. Okay, das war jetzt nicht so beabsichtigt, aber auch gut. Und noch ein Fragment der Sonne. Hey, cool, hier kann ich langlaufen. Schafe mögen aber auf jeden Fall Grünfutter. Zur Abwechslung mal. Ja, und dort ist die Truhe. Ah, hier sind noch mehr Schafe. Okay. Noch mehr Grünfutter für euch. Okay, wir können da unten lang und sonst können wir, glaube ich, nirgendwo lang. Ne, weil hier unten ist wieder das Startgebiet. Ja, das heißt nur hier unten lang. Ja, das ist nicht gut. Die Tür bewegt sich kein Stück. Es soll mal hell bleiben. Danke. Oh, noch mehr Schafe. Wahrscheinlich finden wir die meisten Schafe hier im Dorf. Und wir finden Kürbisse. Ah, hier ist ein Wasserfall. Und ein kleiner See. Ja, und hier haben wir immer noch wichtigere Dinge zu erledigen. Nachher ist sicherlich in dem See eine Meerjungfrauenquelle, wenn wir die Stadt irgendwie wiederbelebt haben. Ich habe aber jetzt gesehen, ich muss, glaube ich, hier oben lang. Ja, hier muss ich lang. Ja, ja. Die Tür bewegt sich auch nicht. Hier können wir nur Steine zerdeppern. Da ist jemand zornig. Okay, wir haben jemanden gefunden, der lebt. Und atmet. Und mehr Beeren. Ja, was ist da unter uns? Achso, der Weg da hoch. Ja, okay. Sah auf der Map noch ein bisschen komisch aus.
Dieser Pfad führt nach Itsufuchi, ein paar Heiliger Berge. Ich werde die Zoros im Fest verschlossen, um die Mond draußen zu halten. Halt, wer ist da? Das ist das Haus des Dorfältesten. Wenn du irgendetwas vom Ältesten möchtest, dann musst du dich an mich wenden. Ich bin Samikel, der beste Krieger des Euner-Stamms. Euner-Krieger Samikel. Heide Güte, was glaubt er, wer er ist? Und zumindest haben wir jemanden aus dem Dorf getroffen. Also, was machst du hier so allein im Schneesturm? Diese freche Stimme. Bist du das, Isun? Was du so alles in der Welt machst du mit diesem seltsamen weißen Wolf? Das geht dich nichts an, Kumpel. Aber was ist denn mit dem Dorf los? Es ist ja eine Katastrophe. Stimmt es, dass Dämonen den Itsufuchi übernommen haben? Du musst schon seit einer Weile weg sein, wenn du das nicht weißt. Gib dir deine Fragen auf, bis du in deinem eigenen Dorf bist. Aber natürlich nur, wenn es noch nicht bereits vom Schnee begraben worden ist. Ah, und nimm auch diesen verdächtig aussehenden Wolf mit dir mit. Warum, du Kleiner? Wir sind fertig mit dir. Lass uns jetzt in das Haus des Häuptlings. Nein, du kannst nicht passieren. Normalerweise lassen wir Fremde durch ins Dorf rein. Und ich habe mit dem Dorfbewohner gesagt, sie sollen keine Fremden in ihre Häuser lassen. Sie werden mir gehorchen. Weil ich Samikel bin, Häuptling vom Webkehr. Und jetzt verschwinde. Ja. Warte mal eine Sekunde. Du, Häuptling? Was ist mit dem alten Kemo passiert? Er hat doch nicht ins Gras gebissen, oder? Na, natürlich lebt er noch, aber er ist sehr geschwächt vom Kampf mit den Dämonen. Und jetzt versuchen ihre abscheulichen Monster ihm den Rest zu geben, weil nur noch die Vulkanbeschwörung des Ältesten ihre Pläne durchkreuzen kann. Das ist der Grund, warum ich der Häuptling des Dorfes wurde. Ich muss den Ältesten vor den Monster beschützen, die hinter jeder Ecke lauern. Und jetzt verschwinde. Verschwinde sofort. Lass uns durch, Samikel. Willst du es denn wirklich nicht durchlassen? Ich spüre außergewöhnliche Macht bei diesem Wolf. Aber wenn du meine Warnung missachtest, werde ich dich auf der Stelle niederstrecken. Und jetzt verschwinde. Ich sehe schon. Immer noch so störrisch wie ein Esel. Komm schon, Armin. Ich habe genug von diesem Dorf. Da, Fackel ab. Was hat er gerade gesagt? Dieses Tor lässt sich so nicht öffnen. Lass es später wieder kommen. Ich bin sicher, wir werden eine andere Beschäftigung finden. Okay. Nehmen wir einmal den schnellen Weg nach unten und überschreiben den Spielstand nochmal. Hey, warte. Ihr beiden, wartet mal. Mich trifft der Schlag. Ich habe dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Isun, bist du das? Ich dachte, ich hätte dich mit Samikel reden gehört. Ich dachte mir, ich komme mal zurück und gucke mir an, wie die Dinge hier stehen. Ich kann nicht glauben, was mit dem Dorf passiert ist, seit ich gegangen bin. Und dieser Samikel ist so verbohrt wie immer. Wann ist der denn Häuptling geworden? Nun, es ist eine Menge geschehen im letzten Jahr, aber du wirst erfrieren, wenn du zu lange draußen bleibst. Warum kommt ihr nicht zu mir und holt euch dort? Und bring auch deinen weißen Wolf mit. Jo, wir durften in ein Haus rein. Hey, hier ist Kais Webstuhl. Wenn ich so drüber nachdenke, sie war immer sehr geschickt mit ihren Händen. Oh, zumindest ist es hier drin nicht so kalt. Es ist ja wirklich schon eine Ewigkeit hier, nicht wahr, Isun? Und es ist mir auch ein Vergnügen, eine Bekanntschaft zu machen, Wolfi. Ich bin Kai.
Euner Mädchen Kai. Mhm. Das hier ist Amaterasu, auch als Nicht-Bade-Ami bekannt. Aber lass uns mal gleich zur Sache kommen. Es gibt so vieles, was ich dich fragen möchte. Zuallererst wegen dieser Dämonen, die Kamui plagen. Was soll, hat die denn freigesetzt? Das weiß niemand so genau. Diese Zwillingsdämonen, Lechku und Nechku, waren schon vor Jahren von einem mutigen Eunerhelden gebannt worden. Und sie waren seitdem im Waku-Schrein versiegelt. Dann eines Tages erschienen sie wieder und liefen amok. Ein schrecklicher Schneesturm kam über Kamui. Kemo ging raus zu dem Schrein auf der Spitze des Ezufuchi, um sie zu beschwichtigen. Aber sie haben ihn beinahe getötet. Er hatte keine Chance gegen ihre böse Magie. Samikl schaffte es gerade noch rechtzeitig, ihn da rauszuholen. Dann wurden sie sogar noch wilder und machten aus dem Ezufuchi einen Gletscher. Sie entfesselten einen Schneesturm, um Kami unter Schnee und Eis zu begraben. Heimzigen Samikl versucht, das Dorf zu beschützen, solange Kemo sich erholt. Aber es gibt nichts, was sie gegen diese Dämonen unternehmen können. Ihr steckt wirklich in Schwierigkeiten, wenn die Gebete des alten Kemo nicht funktionieren. Am Tag, bevor die Zwillingsdämonen kamen, hörten wir etwas, das sich wie ein Erdbeben vom Shinzo-Feld im Süden anhörte. An diesem schicksalhaften Tag erklärte Kemo, dass die bösen Kräfte aus dem Süden hier nach Kamui gekommen seien. Kamui wird manchmal das Land der versteckten Finsternis genannt. Und es gibt eine Legende, die besagt, alle Dämonen stammen aus diesem Land hier. Ich frage mich, ob jetzt alle Dämonen der Welt zurück nach Kamui kommen. Ein schwarzer Schatten kam aus dem Süden neulich hierher geflogen und verschwand im Waku-Schrein, als ob er verschluckt worden wäre. Und ich habe den Eindruck, dass der Schneesturm seitdem schlimmer geworden ist. Kaiga, gibt es etwas, das ich dich noch fragen möchte. Was macht Okim mit dem heiligen Schwert Kuton? Ich sah ihn damit außerhalb des Dorfes. Wie konnte der alte Kemo ihn das Schwert in Zeiten wie diesen nur nehmen lassen? Oh, du hast Okim getroffen? Er ging mit unserem heiligen Schwert an dem Morgen weg, als alles anfing. Sobald Samikl gewählt worden war, um Kemos Platz als Häuptling einzunehmen, nahm Opki einfach das Schwert ohne Erlaubnis. Die Leute aus dem Dorf haben versucht, ihn zu überzeugen, es zurückzubringen, aber Opki hat sie weggejagt. Er sagt, er wird die Dämonen alleine besiegen. Er ist einfach mit dem heiligen Schwert weggegangen. Er hat nicht einmal um Erlaubnis gefragt. Nun, jeder muss zugeben, dass Opki ein großer Krieger ist. Sogar Samikl tut das, aber es ist unmöglich, dass er diese Dämonen alle ganz alleine besiegt. Ich habe einfach nicht verstanden, warum er es getan hat. Und werde das auch nie verstehen. Eine letzte Sache, Kai. Es ist wegen Samikl. Er scheint unglaublich nervös wegen dem Schutz für Kemo zu sein. Ist es wegen Oki oder etwas anderes? Nun, jeder ist sauer auf Oki, weil er sich das Schwert einfach so genommen hat. Aber du weißt ja nun, Samikl würde es nicht zugeben, aber er glaubt an Oki mehr als jeder andere. Er ist davon überzeugt, dass Oki zurückkommen und dem Dorf helfen wird. Warum muss er uns dann so anschnauzen? Er hat sogar dem Fake nur hier gesagt, sie soll verschwinden. Nun, am Tag, nachdem das Dorf von den Dämonen angegriffen worden war, verschwand Lika. Lika? Lika, deine... Genau, meine kleine Schwester. Wir haben das Dorf und die Umgebung durchkämmt, aber wir konnten sie nicht finden. Sie ist einfach verschwunden. Nicht auch noch die arme kleine Lika. Was sollten diese Dämonen für ein Interesse an so einem kleinen Mädchen haben? Wir sind uns da gar nicht sicher, ob diese Dämonen hinter ihrem Verschwinden stecken. Aber sie hätten sicher einen Grund gehabt, sie zu entführen. Weißt du, Lika hält das Schicksal dieses Dorfes in ihren Händen. Das Schicksal dieses Dorfes? Das war Kemos Gebrüll. Er ruft nach dir, Isson. Er will euch beide sehen. Dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Was willst du? Hast du noch irgendwas zu sagen? Der Älteste möchte den weißen Wolf sehen. Ihr könnt eintreten. Nun, das wird aber auch Zeit. Aus dem Weg, du Trottel. Ja. Sehr freundlich. Kemo. Was zur Hölle?
Das ist der Dorfälteste, der alte Kemo, aber sieht fast aus, als hätte er schon den Löffel abgegeben. Wie viele Male hat dieses Großväterchen hier mir schon den Hintern versohlt? Bah, jetzt ist nicht die Zeit, von der Vergangenheit zu träumen. Wer hat da schlecht über mich gesprochen? Sieht so aus, als ob ein paar Hintern zu versohlen wären. Hilfe, Mami. Wie wär's damit, dass du einfach müde wirst? Okay, so können wir es auch machen. Was ist passiert? War das ein Traum? Habe ich schon wieder geschlafwandelt? Meine Güte, dieser alte Schnarchzack versucht sogar auch im Schlaf irgendwelche Hinterteile. Ach, ist das der kleine Isun? Dann habe ich also nicht geträumt.